Vielen Dank für die netten einführenden Worte. Von mir auch ein freundliches Hallo für alle Teilnehmer an diesem Webinar. Es geht um ein Thema, was uns sicherlich alle beschäftigt: resorbierbare Membranen für die Knochenregeneration. Wir alle wissen ja, dass wir heutzutage sehr schöne Ergebnisse erzielen können mit der Möglichkeit, mit Knochenersatzmaterialien anstelle von Eigenknochen zu arbeiten. Aber eben da gilt es sicherlich auch, verschiedene Situationen zu bewerten. Es geht darum, dass man in dem Bereich auch tatsächlich Knochenersatzmaterialien durch eine Barriere, welcher Art auch immer, vom Weichgewebe abschirmt. Und das soll Thema dieses Vortrages sein, dass wir uns mit den resorbierbaren Membranen für die Knochenregeneration beschäftigen. Wie wir alle wissen, ist Implantologie heute sicherlich eine sehr, sehr vorhersagbare und auch patientenfreundliche Möglichkeit, verloren gegangene Zähne zu ersetzen, wenn wir genug Knochen haben in mesiodistaler Distanz, wenn wir genug Knochen haben in orovestibulärer Dimension, schaffen wir heute mit einer sehr hohen Sicherheit eine Rehabilitation durch eine in den Kiefer eingebrachte Schraube zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch, ist es so, dass wir eben diese Idealsituation nicht immer zur Verfügung haben. Wir haben die Situation, dass wir aufgrund von parodontalen Erkrankungen, aufgrund von Trauma, aufgrund von Atrophie infolge von Zahnverlust häufig mit solchen Situationen konfrontiert sind. Sei es, dass horizontal Kiefergangbreite verloren gegangen ist, sei es, dass wir vielleicht eine Entzündung im apikalen Bereich gehabt haben oder einfach durch Nichtversorgung über große Spannen letztlich nicht genug Knochengewebe für die Verankerung von Implantaten zur Verfügung steht. Im Oberkiefer gibt es die Möglichkeit der Sinusbodenelevation. Manchmal finden wir auch nicht knöchelnregenerierte Alveolen, wo noch durchaus von der Kiefergangbreite theoretisch genug Knochen zur Verfügung stehen würde. Aber was tun wir, wenn wir jetzt Restknochenhöhen haben von 1 mm beispielsweise oder eben auch, wenn wir uns um Defekte außerhalb der Kieferkammkontur bemühen müssen? Wir wissen heute, in ungefähr 40 bis 60% aller Indikation müssen wir Knochengewebe regenerieren. Es gibt Stellungnahmen, dass bis zu 90% im ästhetischen Bereich vertikal oder horizontal augmentiert werden muss. Das heißt, es liegt an uns, spezielle Techniken zu finden, spezielle Materialien zu etablieren, die eben diese Defekte mit einem hohen Maß an Sicherheit regenerieren können. Wenn wir uns einmal Gedanken machen, was sind die Ziele der biologischen Knochenregeneration? So ist es natürlich sehr offensichtlich, dass wir genug Knochenvolumen für die vollumfängliche Verankerung eines Implantates erzielen wollen. Mindestens 2 mm auf der oralen Seite, mindestens 1 mm auf der oralen Seite, mindestens 2 mm auf der vestibulären Seite, vielleicht sogar noch ein wenig mehr im ästhetischen Bereich und dass dieses Knochenvolumen dann eben während oder vor der eigentlichen Implantatinsertion tatsächlich regeneriert wird. Was wir aber auch wissen, ist, dass wir eine vitale Knochenmatrix brauchen. Diese Matrix, wenn sie denn regeneriert, muss in der Lage sein, das Implantat auch im augmentierten Bereich zu integrieren. Das heißt, manche Techniken, beispielsweise die Verwendung von massiven Blöcken, mag vielleicht oberflächlich zu einer schönen Regeneration führen, teilweise aber eben die Regeneration im Zentrum der Blöcke unterbinden. Das heißt, hier gilt es, spezielle Techniken zu etablieren, um eben eine Revitalisierung auch von Blockmaterialien zu ermöglichen. Wir wollen eine sichere Therapie mit einem vorhersagbaren Ergebnis. Es macht keinen Sinn, über Therapieoptionen nachzudenken, die in manchen Fällen ein sehr optimales Ergebnis liefern, aber in der anderen Hälfte der Fälle beispielsweise in einem absoluten Desaster enden. Gerade für die tägliche Anwendung in der Praxis ist es sicherlich sehr wichtig, sehr vorhersagbar arbeiten zu können mit geringen Komplikationsraten und dass das Ergebnis, was wir erzielen, initial auch tatsächlich langfristig dem Patienten zur Verfügung steht. Das heißt, wir müssen schauen nach 2, nach 3, nach 5, nach 10 Jahren, ob wir das erzielte Ergebnis tatsächlich auch bewahren können. Zudem für uns natürlich auch wichtig, die Patientenzufriedenheit. Es ist so, dass uns die Patienten bewerten, dass wir natürlich dafür gerade stehen müssen, was wir für Techniken bei unseren Patienten anwenden. Und da ist es natürlich so, dass insbesondere die Traumatisierung des Gewebes, beispielsweise bei der Entnahme von Knochenblöcken zur Kieferdefektaugmentation, hier von den Patienten oftmals als negativ empfunden wird.
Wir alle kennen die Patienten, die nach Knochenblockentnahme aus dem Kinnbereich oder aus dem Retromolarbereich sich doch zum Teil mehr darüber beschweren, dass an einer Stelle Knochen entnommen wurde, als über die Stelle, wo der Knochen letztendlich augmentiert wurde. Und wir sind natürlich stets bemüht, minimalinvasiv zu arbeiten und den Patienten mit dem möglichst minimalinvasiven Anspruch tatsächlich auch zu einem erfolgreichen Ziel zu führen. Das Gewebe, was wir erzielen wollen, ist Knochengewebe. Und hier mal ein klassischer vitaler Knochen einmal dargestellt. Wir haben Osteozyten, reife Knochenzellen in den Osteozyten-Lakunen, die miteinander in Verbindung stehen und letztlich kommunikative Aufgaben vor allen Dingen übernehmen. Wir haben Osteoblasten als Lining Cells hier oben rechts dargestellt, die in der Lage sind, Knochenmatrix zu produzieren. Und wir haben auch knochenresorbierende Zellen, also Osteoklasten, die in einem ständigen Remodeling den Knochen an neue Situationen anpassen. Sowohl nach Implantatinsertion als auch nach Belastung des Implantates. Der Knochen ist in der Lage, sich adaptiv an sich verändernde Situationen anzupassen, sich aufzubauen, sich abzubauen und letztlich eben vital auf verschiedene Situationen zu reagieren. Jetzt wäre es ja einfach, wenn wir diesen Knochen so regenerieren könnten, indem wir einfach in einem Defektbereich Osteoklasten in diesen Bereich einwandern lassen. Leider ist es aber so, dass Osteoblasten nicht in der Lage sind, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Es ist so, dass eben diese Osteoblasten sehr hochdifferenzierte Zellen sind und dann letztlich ihre Kapazität, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, vollständig aufgegeben haben. Kurzum, Knochenzellen können nicht wandern. Es sind Stammzellen, die in der Lage sind, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Oder eben durch spezielle chirurgische Maßnahmen kann man natürlich auch Osteoblasten an der Ort der Augmentation tatsächlich transplantieren. Und das ist die eine Art, wie man tatsächlich Knochenregeneration induzieren kann. Man kann Präosteoblasten aus dem Stroma des Knochenmarks transplantieren. Das sind Knochenvorläuferzellen, die dann am Ort der Augmentation anwachsen, dort beginnen, neuen Knochen zu bilden. Jetzt wissen wir aber auch, dass Knochenregeneration funktioniert ohne Eigenknochentransplantation. Und da ist es so, dass tatsächlich sich um die kleinen Blutgefäße herum auch Stammzellen aufhalten. Wir reden da gerne von Perizyten, weil sie um die kleinen Stammzellen, um die kleinen Blutgefäße drumherum sich befinden. Und diese undifferenzierten Progenitorzellen sind auch in der Lage, sich dann terminal zu differenzieren und dann letztlich neuen Knochen zu bilden. Zusätzlich natürlich auch aus der Peripherie die Präosteoblasten aus dem Defektrandbereich, die auch noch in den Defekt letztlich einwandern können. Was wir brauchen, ist eine osteokonduktive oder osteoinduktive Matrix. Wir brauchen den Stimulus, dass tatsächlich diese Knochenzellen sich terminal differenzieren, damit letztlich an dem Ort der Regeneration neues Hartgewebe ausgebildet wird. Welche Techniken haben wir zur Verfügung? Sicherlich verschiedene Techniken, mit denen man heute erfolgreich sein kann, sei es das Bone Splitting, wo der Defekt, der sich ja eigentlich außerhalb des Kiefers befindet, in einen Bereich zwischen zwei vitale Knochenlamellen transferiert wird. Großer Vorteil, die Blutgefäßversorgung hier natürlich ideal, sodass dieser schmale Spaltbereich sehr schön und zügig von neuem Knochengewebe erschlossen wird. Dann haben wir die Eigenknochentransplantation. Sei es aus dem Retromolarbereich, sei es aus der Peripherie mit Safe-Scrapern, sei es aus dem Kinnbereich oder von extraoralen Entnahmestellen. Wir sind heute in der Lage, Knochen zu transplantieren. Das einzige osteogenetische Material, letztlich, was wir zur Verfügung haben, weil es natürlich vitale Knochenzellen im Idealfall auch am Ort der Augmentation ansiedeln lässt. Wir haben Probleme sicherlich, wenn wir über partikulierte Materialien reden, im ästhetischen Bereich. Rein partikulierte Eigenknochenanteile haben oftmals nicht ausreichende Volumenstabilität, um langfristig im ästhetischen Bereich das Volumen aufrechtzuerhalten. Hier gibt es Kombinationen mit langsam resorbierbaren Knochenersatzmaterialien. Aber insbesondere für die größeren Defekte hat der Knochenblock insbesondere noch sicherlich seinen Stellenwert. Wir haben die gesteuerte Knochenregeneration, die Kombination aus Knochenersatzmaterial mit Membrantechnik.
Die Idee dahinter relativ einfach, dass wir eben nicht mit Eigenknochenmaterial arbeiten müssen, sondern tatsächlich dieses Material mit Material aus der Packung ersetzen können. Hat den Nachteil, dass wir immer eine Art Wettkampf haben zwischen dem umliegenden Weichgewebe, was auch in diesen Defektbereich einwandern möchte, und dem langsam proliferierenden Knochengewebe. Um das Ganze mehr in die Richtung des Knochengewebes zu orientieren, gibt es Möglichkeiten durch Barrieren, welcher Art auch immer, das zu regenerierende Hartgewebe vom Weichgewebe abzugrenzen und auf diese Weise eine vermehrt knöcherne Regeneration des Gewebes zu erzielen. Hier einmal ein wenig gesondert aufgeführt die Alu-Block-Augmentation, letztlich auch eine Art von gesteuerter Knochenregeneration, aber mit Fokus auf Stabilität des Augmentates. Es ist heute so, dass man sicherlich zunehmend auch solche Alu-Block-Augmentationen empfehlen kann, weil letztlich hier natürlich die Möglichkeit zum einen gegeben ist, dass hier vermehrt Stabilität in das Augmentat aufgrund der Blockkonfiguration eingebracht wird. Wir auf der anderen Seite aber auch immer noch sehr gute Gefäßinvasion erlauben aufgrund der Porosität dieser Alu-Blöcke. In Kombination mit einem allogenen Material, was ja an sich eine hohe biologische Funktion aufweist, sicherlich für die Zukunft auch nochmal ein Thema, dass es sich genauer anzuschauen lohnt. Zwei weitere Techniken zur Knochenregeneration, Sinuslift und Distraktionsosteogenese. Sinuslift, auch die Anwendung von Knochenersatzmaterialien, auch darauf werden wir ganz am Rande einmal kurz eingehen, weil auch diese Indikation natürlich sehr gerne mit Knochenersatzmaterialien angegangen wird. Wir wissen heute, dass wir vergleichbare Ergebnisse in dieser Indikation mit Knochenersatzmaterial und mit Eigenknochen erzielen können. Und die Distraktionsosteogenese, die die Idee hat, dass wir gar kein zu revitalisierendes Gewebe tatsächlich mehr vorfinden, sondern dass ein initialer Kallus auseinanderdistrahiert wird, der über den gesamten Distraktionszeitraum natürlich vital bleibt. Letztlich alle Techniken, die angesprochen sind, hängen davon ab, dass wir eine gute ankygenetische Funktion, eine gute Blutgefäßversorgung natürlich auch gewährleisten können. Thema der heutigen Session gesteuerte Knochenregeneration. Wenn wir uns einmal in der Literatur umschauen, gibt es diese Technik in ähnlicher Weise, nicht ganz vergleichbar, natürlich auch in der Parodontologie. Der große Unterschied hier sicherlich, dass wir immer in einem offenen System arbeiten. Vor allen Dingen aber auch noch ein wichtiger Unterschied, dass das zu regenerierende Zielgewebe nicht etwa nur der Knochen ist, sondern natürlich das parodontale Ligament, bestehend aus Wurzelzement, desmodontalen Fasern und Alveolarknochen. Nichtsdestotrotz, aus der Parodontologie zuerst beschrieben, die Idee, dass man durch eine Einlage einer Barriere, welcher Art auch immer, in der Lage ist, dem langsam proliferierenden Gewebe genug Zeit und Raum zu geben, einen Defektbereich zu regenerieren. Wir wissen in der Parodontologie, dass wir hier sicherlich sehr gute Ergebnisse, insbesondere bei Intraossären-Defekten und Fugationsdefekten, erzielen können. Und wir wissen auch, dass wir in unterschiedlichen Indikationen bei der lateralen, vertikalen Augmentation und bei periimplantären Knochendefekten mit der gesteuerten Knochenregeneration, wie sie dann heißt, tatsächlich Knochen vorhersagbar regenerieren können. Im vergangenen Jahr ist eine sehr große Übersichtsarbeit von Herrn Trölsch publiziert worden, die sich in einem systematischen Review mit der klinischen Effektivität verschiedener Ersatzmaterialien und Eigenknochen bei der Alveolarkammaugmentation auseinandergesetzt hat. Insgesamt im ersten Anlauf 23.000 Titel, die hier auf die Suchwörter positiv erschienen sind. Dann nach Durchsicht der verschiedenen Artikel hat man 184 Titel gefunden, die tatsächlich dann in die systematische Analyse der Fragestellung eingeflossen sind. Man hat Sinusbodenelevation ausgeschlossen, man hat Socket Preservation ausgeschlossen und Periimplantitis-Therapieprinzipien ebenso wie parodontale Regenerationsansätze, also rein implantologische Augmentation in vertikaler und horizontaler Richtung. Ganz interessant sicherlich, wenn man sich die Art der Publikationen ansieht, ist der Verlauf über die Zeit. Wir sehen hier, dass ursprünglich bis zum Jahre 2000 vornehmlich autogene und xenogene Materialien untersucht wurden. Wenn wir uns den Zeitraum nach
bis zum Jahr 2015 anschauen, haben die allogenen Materialien hier sicherlich deutlich nachgeholt. Wir sehen mit einem hohen Prozentsatz, ebenso wie der autogene Knochen, wird heute geforscht, in welchen Indikationen man insbesondere eben auch mit allogenen Materialien als Alternative zu xenogenen Materialien und autogenen Materialien Ergebnisse erzielen kann. Schauen wir uns die kleineren Defekte an, darum soll es ja heute gehen. Periimplantäre kleine Defekte, Deeszenzdefekte. Da kann man sehr schön sehen, dass man sicherlich mit autogenem Material ganz gute Ergebnisse erzielen kann, aber eben insbesondere die Mischung von autogenem Material, insbesondere mit xenogenen Materialien, aber auch allogene Materialien und xenogene Materialien alleine, schaffen es heute sehr, sehr gute Prozentsätze bei der Defektfüllung zu erzielen. Die synthetischen Materialien, hier vornehmlich die Beta-Decalcium-Phosphatase, die untersucht wurden, liegen noch deutlich dahinter. Es liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass Beta-Decalcium-Phosphate sehr schnell zu Knochen umgewandelt werden, aber eben auch eine oftmals zu rasante Volumenreduktion zeigen. Das kann man heute ausgleichen durch die zusätzliche Applikation von Beta-Tricalcium-Phosphat mit Hydroxylapatit, weil das Hydroxylapatit als sehr langsam resorbierbarer Anteil natürlich die Volumenstabilität dieser Materialien nochmal deutlich unterstützt. Wenn wir uns die Barrieremateriale anschauen, ist es ja immer so, dass natürlich von vielerlei Seite gesagt wird, dass das Periost die beste Membran ist. In der Tat, man kann gute Ergebnisse erzeugen, wenn Sie mit 60% Defektfüllung zufrieden sind, ohne Membranapplikation. Dann ist es so, dass Sie vielleicht alleine mit dem Periost diesen Defekt abdecken möchten. Aber wenn Sie sehen, dass die kollagenbasierten Membranen hier deutlich bessere Ergebnisse zeigen, über 80% Defektfüllung, auch die nicht resorbierbaren PTFE-Membranen hier sicherlich bessere Ergebnisse gezeigt haben, muss letztlich natürlich die Empfehlung lauten, dass man tatsächlich hier auch mit Membran solche augmentierten Defekte, wenn Knochenersatzmaterialien zur Anwendung kommen, abdecken sollte. Bereits hier voraus angemerkt, die kollagenbasierten Materialien zeigen hier eine Komplikationsrate von ungefähr 13-14%. Gehen wir auf die nicht resorbierbare Membran, ePTFE-Membran, PTFE-Membran, steigt diese Komplikationsrate bereits deutlich an. Die Beobachtung, dass man eine bindegewebige Einscheidung riskiert, wenn man Knochenersatzmaterialien nicht mit Membran abdeckt, hat bereits im Jahr 2005 dazu geführt, dass wir beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Implantologie eine wissenschaftliche Stellungnahme zur Verfügung gestellt bekommen haben, die nochmal explizit darauf hinweist, dass wenn wir mit Knochenersatzmaterialien arbeiten, eine Gewebebarriere, welcher Art auch immer, unverzichtbar gehalten wird, da sonst die unvollständige Defektfüllung infolge der schnellen Proliferation des Weichgewebes das Ergebnis kompromittiert und letztlich die Knöchelregeneration verhindert. Man weiß heute, dass man auch durchaus gute Ergebnisse beobachten kann ohne Membran, aber um eben das Beste für den Patienten herauszuholen, sollte man tatsächlich in jeder Indikation, wo ein direkter Knochenersatzmaterial zu Weichgewebskontakt gegeben ist, eine Membranapplikation in Erwägung ziehen. Welche Membran Sie anwenden, sei mal dahingestellt. Es gibt nicht resorbierbare Membranen, es gibt resorbierbare Membranen. Der Vorteil natürlich der resorbierbaren Membranen, dass wir nicht wieder einen Bereich eröffnen müssen, um die Membran wieder zu entfernen. Bei den nicht resorbierbaren Membranen, vor allem das PTFE oder ePTFE oder das dichte PTFE, es gibt Titanfolien und eher historisch betrachtet natürlich zellulose Acetatmembranen. Bei den resorbierbaren Membranen synthetisch, vor allem die Lactide, Glykolide oder die Polylactide-Polyglykolide oder das Polyethylenglykol, die PEG-Membran, die zeitweise bei Straumann erhältlich war. Die Idee, dass man letztlich hier auch selbst aushärtende Materialien zur Anwendung bringt, um mehr Stabilität in den Defektbereich hineinzubringen. Oder natürliche Materialien basierend auf Kollagen Typ 1 oder 3, vornehmlich von Schweinen oder von Rindern gewonnen. Wenn man sich einmal diesen Fall anschaut, ist es sicherlich sehr eindrücklich, die Grundidee der gesteuerten Knochenregeneration sich noch einmal vor Augen zu führen. Hier ist es so, dass
Allein durch die Applikation einer titanverstärkten EPTFE-Membran ohne zusätzliche Anwendung von Knochenersatzmaterial eine sehr, sehr schöne Knochenregeneration zu beobachten ist, dass alleine die Abschirmung des Defektes vom umliegenden Weichgewebe dem unterliegenden Knochen genug Zeit und Raum gegeben hat, den Defektbereich knöchern ausheilen zu lassen. Sicherlich die Idealvorstellung einer jeden Augmentation, insbesondere bei vertikalen Augmentationen heute sicherlich auch noch gerne angewendet, diese titanverstärkten Membranen, die zum einen natürlich aus Stabilitätsgründen hier zur Anwendung kommen, weil das Titan, was dort noch mit integriert ist, das gesamte Augmentat sehr schön zu stabilisieren vermag. Auf der anderen Seite aber eben auch die Überlegung, dass durch die Nichtresorbierbarkeit dieser Membran das Prinzip der gesteuerten Knochenregeneration in ganz besonderem Maße verfolgt wird. In dieser Arbeit von Canullo und Mitarbeitern aus dem Jahr 2008 auch in vertikaler Dimension sehr schöne Ergebnisse zu beobachten. Nichtsdestotrotz wendet man diese Membran in der eigenen Praxis an, hat man relativ schnell diese Situation, dass man durch Nichteinhaltung von Mindestabständen zu den Nachbarzähnen, durch nicht ganz spannungsfreies Weichgewebe relativ schnell eine Deszenz erleidet. Diese Deszenz wird größer. Es handelt sich in der Regel um hydrophobe Oberflächen, wo das Weichgewebe nicht wirklich daran adherieren kann. Man versucht es zu stabilisieren, man wartet ab und dann spätestens, wenn sich erste Entzündungszeichen zeigen, ist man gezwungen, diese Membranen zu entfernen und dann schafft man es eben, diesen Defekt sekundär zur Ausheilung zu bringen. Wenn wir das Ganze vergleichen mit Polylactid-Membranen, also auf resorbierbare Membranen synthetischen Ursprungs einmal übertragen, ist es so, dass hier sicherlich die Indikation zur Membranentfernung natürlich nicht mehr notwendig ist. Diese Membranen aber, auch wenn sie manchmal ganz schöne Ergebnisse zeigen, oftmals zu einer Übersäuerung des Gewebes führen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Polylactid- und Polyglyt-Membranen hydrolytisch gespalten werden, sich eine deutliche Konzentration von Milchsäure hier bei diesen Membranen dann letztlich zeigen lässt. Und diese Milchsäure führt dazu, dass sterile Entzündungsreaktionen begünstigt werden, dass mehrkernige Riesenzellen an den Ort der Augmentation gelockt werden und letztlich hier natürlich ein veränderter pH-Wert, eine etwas veränderte Knochenregeneration und durchaus auch schon mal kompromittierte Resultate zur Folge hat. Wir wissen das unter anderem aus der Anwendung des Resorpins beispielsweise, ein Polylactid-Pin, der vor etwa einem Jahrzehnt noch sehr gerne zur Anwendung gekommen ist. Man hat beobachtet, dass genau an der Anwendungsstelle dieser Polylactid-Pins ganz gerne kleine Löcher im Knochen entstehen, letztlich aus der gleichen Überlegung heraus, dass hier eben diese vermehrte Ansammlung von Milchsäure dem Knochen nicht unbedingt vorteilhaft entgegentritt. Beim Kollagen ist es so, dass wir vornehmlich enzymatisch Kollagenmoleküle aufspalten können, bis auf die Ebene der Aminosäuren, was dann natürlich auch im weiteren Verlauf zur Aufbausituation des umliegenden Gewebes tatsächlich zur Verfügung steht. Diese Beobachtung der Übersäuerung des Gewebes kann man auch sehr schön in der Arbeit von Trölsch und Mitarbeitern feststellen. Hier einmal die Polylactid- und Polyglyt-Membran. Man kann damit durchaus Defekte auffüllen, aber die Komplikationsrate ist doch erheblich deutlich mehr als für die Gruppe der kollagenbasierten Membran oder der Polytetrafluorethylen-Membran, seien sie expandiert oder in dichter Form angewendet. Allgemein, wir wechseln ein bisschen zum Kollagen. Wie Sie merken, ist es so, dass wir durch die Anwendung von Kollagen noch eine Reihe weiterer klinische und biochemische Vorteile tatsächlich beobachten können. Zum einen wissen wir, dass beispielsweise Thrombozyten einen Kollagenrezeptor haben. Durch die Aktivierung unterstützen wir die Blutgerinnung. Wenn Sie mal mit Zellkulturen gearbeitet haben im Studium oder auch während der Doktorarbeit, werden Sie wissen, dass wir viele Zellen deutlich besser kultivieren können, wenn wir vorher die Plastikoberfläche mit einer Kollagenschicht benetzen. Insbesondere auch parodontale Ligamentfibroblasten, Gingivafibroblasten, aber auch Knochenzellen mögen Kollagenoberflächen, um dort zu adherieren und zu proliferieren. Kollagen an sich natürlich ein sehr natürlicher Bestandteil von Ligament und auch Knochengewebe. Das ist ja letztlich das Zielgewebe, was wir hier erhalten wollen. Und ein weiterer Vorteil, dass wir es übertragen können von Mensch zu Mensch. Wir können es übertragen von Tier zu Mensch, weil
letztlich es keine direkte Immunität gibt gegen Kollagen, wenn es entsprechend aufbereitet wird. Gehen wir nochmal zurück zu den Deeszenzen. Da ist es so, dass wir aus verschiedenen Studien wissen, dass insbesondere Membranexpositionen, Deeszenzen und die Notwendigkeit einer vorzeitigen Membranentfernung für Kollagenmembranen als deutlich geringer eingestuft würden als für nicht resorbierbare Membranen. Das heißt, dass wir auch in gewisser Weise uns eine Art Versicherung mit einkaufen, dass wenn es zu einer Deeszenz kommt, hier eine sekundäre Granulation des Weichgewebes tatsächlich über dem Defektbereich zu erwarten ist. Immer ein solcher Fall, ein Patient, der recht schnell eine Deeszenz aufgrund von frühzeitiger Nahtentfernung durch ihn selbst entwickelt hat. Wir sehen hier einen sehr, sehr großen exponierten Bereich einer Kollagenmembran. In der Regel reicht es hier aus, dass man mit Chlorhexidin spült, Chlorhexidin-Gel appliziert, den Patienten vielleicht antibiotisch abdeckt und wir sehen innerhalb von 9 Tagen, wie sich dieser Defektbereich deutlich zurückbildet, wie man natürlich einen schnelleren Membranabbau durch Bakterien aus der Mundhöhle beispielsweise beobachten können, aber insgesamt doch ein Creeping des Weichgewebes auf der Membran hier zu beobachten ist. Nach 21 Tagen ist das Ganze sekundär abgeheilt, natürlich nicht im gleichen Maße wie jetzt in der Situation, wenn wir eine ungestörte Knochen Heilung unterhalb des Weichgewebes gehabt hätten. Aber in vielen Fällen ist es so, dass der Defektbereich zumindest stabilisiert wird, das Weichgewebe sich darüber verschließen kann und man mit einem akzeptablen Ergebnis dann den Patienten behandelt hat. Ist das Ganze langzeitstabil? Wir wissen aus einer sehr schönen Arbeit, die von Herrn Jung im Jahr 2012 publiziert wurde, um die Ergebnisse nach 12 bis 14 Jahren. Insgesamt gab es 3 Gruppen. Es gab eine Gruppe, wo die Implantate eingesetzt wurden in Knochengewebe ohne Defekt. Dann gab es defizitären Knochen, der entweder mit Knochenersatzmaterial, mit einer Kollagenmembran abgedeckt oder mit einer EPDFE-Membran abgedeckt, rekonstruiert wurde. Man hat nach 12 bis 14 Jahren noch einmal nachgeschaut, wie ist die Gesamtüberlebensrate der Implantate. Insgesamt 93,2%, sicherlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis für insbesondere den augmentierten Knochen. Aber auch sehr wichtig, es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe, also Implantate in nicht defizitären Knochen eingebracht, der Kollagen abgedeckten Knochenersatzmaterialgruppe und der EPDRW-Membran abgedeckten Knochenersatzmaterialgruppe. Auch hier interessanterweise, nach 12 bis 14 Jahren konnte man ein leicht schlechteres Ergebnis feststellen hinsichtlich der Ästhetik für die EPTFE-Membrangruppe, was die Autoren auf die initialen Deeszenzen während der Augmentationsphase zurückgeführt haben. Wenn wir jetzt verschiedene Membranen mal miteinander vergleichen, haben wir sicherlich Membranen heutzutage zur Verfügung, die ein sehr gutes Wundheilungsverhalten zeigen, aber insgesamt vielleicht aufgrund der deutlich kompromittierten Barrierefunktion nicht unbedingt das ideale Ergebnis liefern. Wir sehen hier mal einen Fall, der mit einem Implantat versorgt wurde. Hier sicherlich vor allen Dingen wichtig, dass das Implantat primär stabil ist. Eher nicht so wichtig, wie viele Gewindegänge hier zur vestibulären Seite freiliegen. Und dann eben die Applikation in dem Fall von Knochenersatzmaterial, Bovin Ursprungs Cerabone und das Ganze mit einer Bioguide-Membran abgedeckt. Großer Vorteil der Kollagenapplikation. Wir brauchen keine Mindestabstände einzuhalten zu den Nachbarzähnen. Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr einfache Handhabung. Es ist ein hydrophiles Material, was sich sehr gut an die umliegenden Geweben adaptieren lässt. Das Ganze nach einer Heilungsperiode von insgesamt 5 Monaten bei der Exposition. Wir sehen, dass wir tatsächlich hier Knochengewebe haben regenerieren können, aber ein ganz typisches Bild, wenn man mit schnell resorbierbaren Membranen arbeitet, dass doch eine sehr oberflächliche Schicht vom Knochenersatzmaterial nur bindegewebig eingeschieden ist. Es führt nicht unbedingt dazu, dass Volumen verloren geht. Es führt auch nicht unbedingt dazu, dass wir von einem schlechten Ergebnis sprechen. Aber tatsächlich diese oberflächliche Schicht von Knochenersatzmaterial, die regelhaft eigentlich nur bindegewebig eingeschieden wurde, ist tatsächlich natürlich eine Situation, die akzeptabel, aber nicht unbedingt das optimale Ergebnis darstellt. Wenn wir uns das anschauen in der Histologie, es gibt sehr schöne Bereiche, blau hier der neu gebildete Knochen, aber im Bereich oben rechts sehen Sie eben auch Anteile an der bindegewebigen Einscheidung. Das sind in der Regel die ersten 1 bis 2 Millimeter auf der Oberfläche, die eben
bei der GBR-Technik, schnell resorbierbaren Kollagenmembran, nicht unbedingt eine vollständige Knochenneubildung erfahren. Hat dazu geführt, dass man sich einmal Gedanken gemacht hat, was sind denn die beeinflussenden Faktoren bei Kollagenmembranen, die die Barrierefunktion tatsächlich determinieren. Zum einen natürlich das Ursprungsgewebe spielt hier eine Rolle. Vor allen Dingen die Achillessehne wird ja gerne verwendet, aber auch Peritoneum oder eben auch dermale Anteile. Da die Überlegung, vielleicht das Perikard zu verwenden, weil das Perikard doch deutlich stabilere Eigenschaften aufweist, weil eben natürlich so ein Herzbeutel deutlich mehr mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Physikalische Behandlung war mal in Überlegung. Double-Layer-Techniken beispielsweise würde auch eher in den Bereich der Physik reichen. Da wissen wir heute, wenn Sie vergleichen Biomed und Biomed-Extendmembran beispielsweise, dass die alleinige Membrandicke nicht unbedingt damit verbunden ist, dass man auch längere Barrierefunktionen tatsächlich gewährleisten kann. Es ist ein biologisches System, ist nicht einfach nur Physik, was wir hier betrachten müssen. Und eine solche Membran wird, auch wenn sie doppelt aufgelegt wird, nicht die doppelte Barrierefunktion aufweisen. Dann Quervernetzung war lange Zeit en vogue. Hier ist es so, dass wir durch chemische Veränderungen der Kollagenstruktur natürlich eine verbesserte Stabilität herbeiführen können. Hat sich nicht unbedingt bewährt, werden wir später noch darauf sprechen können, weil letztlich auch die Gewebsinteraktion oder Gewebereaktion eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben durchaus zu beachten, dass wir eine hohe Biokompatibilität gewährleisten. Die Zellinvasion spielt eine Rolle, auch die Angiogenese und insbesondere Entzündungsreaktion und Fremdkörperreaktion, die hier auch zu einem deutlich schnelleren Membranabbau führen können. Wir haben uns sehr intensiv mit dieser Materie auseinandergesetzt. Hier haben wir eine sehr alte Studie, wo wir festgestellt haben, dass allein die Quervernetzung mit Glutaraldehyd beispielsweise, wie bei der Biomembran, zu einem deutlich verzögerten Absiedeln von Zellen auf der Oberfläche geführt hat. Knochenzellen haben wir gar nicht kultivieren können, was auf der einen Seite vielleicht die Barrierefunktion natürlich verbessern kann, auf der anderen Seite aber natürlich auch damit verbunden ist, dass die Integration deutlich darunter leidet. Eine weitere Studie, mittlerweile 12 Jahre alt, wo wir Barrierefunktionen oder Abbaumechanismen beurteilt haben. Hier sehen Sie die Bioguide-Membran in diesem Tiermodell in der Ratte innerhalb von 2 bis 4 Wochen deutlicher Abbau und Verlust der Membrandicke. Letztlich aber, wenn wir uns die Histologie anschauen, eine sehr gute Gewebeintegration und Gefäßinvasion im gesamten Membranbereich. Die Biomed-Membran, Sie erinnern sich, die Glutaraldehyd-quervernetzte Membran, eine sehr stabile Membran, deutlich länger stabil, Abbau hier innerhalb von 4 bis 8 Wochen. Aber in der Histologie sieht man, wie sich keine Zelle im Bereich der Membranfläche tatsächlich absiedelt, wie auch keine Blutgefäße nachweisbar sind, wie sich ein Split ausbildet, eine Kapsel formiert, sodass die längere Barrierefunktion dieser Membran letztlich auf einer kompromittierten Biokompatibilität ruht. Die Ossix-Membran ist heute abgelöst worden durch eine neue Ossix-Membran, hat keine Resorption überhaupt gezeigt. Das war klinisch in manchen Studien mit einer Deszenzrate von bis zu 60 oder 70% verbunden. Die Idee seinerzeit war, durch chemische Quervernetzung diese Membran, diese Bioguide-Membran zu stabilisieren. Sie sehen hier, dass es tatsächlich auch mit zunehmender Quervernetzung ganz gut funktioniert hat. Was wir aber auch feststellen mussten, war, dass chemische Quervernetzung zu einem vermehrten entzündlichen Abbau der Membran führte und dann letztlich eine hohe Konzentration von mehrkernigen Riesenzellen hier in dem Bereich mit dem Abbau der Membran beschäftigt war, was wir von den nativen Kollagenmembranen nur sehr selten zu berichten hatten. Nichtsdestotrotz eine sehr groß angelegte Studie, die verglichen hat, die Augmentation kleiner Defekte mit einem Bovidenknochenersatzmaterial augmentiert und dann eben eine quervernetzte oder nicht quervernetzte Bioguide-Membran, die hier aufgebracht wurde. Man hat festgestellt, dass sich hinsichtlich der Knochenneubildung durch diese Quervernetzung eigentlich kein Unterschied dargestellt hat, aber sich doch eine deutlich höhere Komplikationsrate für die quervernetzte Membranvariante beobachten ließ. Das heißt, dass diese Quervernetzung tatsächlich auch negative Folgen fürs Weichgewebe insbesondere zur Folge hatte. Auch in einer anderen Studie, wo wir vertikale Augmentate beurteilt haben, abgedeckt mit einer quervernetzten Membran oder eben ohne Abdeckung durch eine quervernetzte Membran. Hier einmal eine Komplikation von einem autogenen Block zur vertikalen Augmentation. Sowas kann selbstverständlich passieren. Dann eine kleine Deszenz über einer quervernetzten Kollagenmembran führte dazu, dass sich ganz erhebliche Entzündungen ausgebildet haben. Und man muss jetzt kein besonderer Statistiker sein, um zu sehen, wenn sich
von den autogenen Blöcken einer von 8 infiziert hat, von den xenobiogenen Blöcken ohne Membran kein einziger und mit quervernetzter Membran immerhin 50% der Blöcke, dass hier eine gewisse Systematik bei der Anwendung von diesen quervernetzten Kollagen zugrunde liegt. Das heißt, wir waren wieder am Anfang. Die Überlegung, hier natürlich die Membran nochmal neu zu erfinden, aber mit längerer Barrierefunktion, hat relativ schnell zu dem Ergebnis geführt, dass wir uns um das Ursprungsgewebe kümmern müssen. Dass wir eben dann das Perikard auswählen, um letztlich längere Barrierefunktion hier zu gewährleisten. Hier mal im direkten Vergleich aus einer Publikation aus dem Jahr 2012 eine solche eher feinfibrilläre Membran. Der Hersteller sagt nicht, aus welchem Gewebe es entnommen wird. Es gibt Vermutungen, dass es wahrscheinlich Peritoneum ist, die eben völlig anders aufgebaut ist als die Perikardmembran aus dem Hause Botis, die eher ein Multilayer-Netzwerk tatsächlich aufweist, weil eben der Herzbeutel natürlich einer ganz anderen mechanischen Belastung ausgesetzt ist als andere Gewebe des tierischen Körpers. Wir haben das Ganze auch in Zellkulturen selbstverständlich untersucht. Beide Membranen zeigen eine ganz gute Proliferation im Zeitraum von 3 bis 7 Tagen, also eine gute Biokompatibilität. Und dann in der Anwendung im lateralen Tierexperiment bei Hunden konnten wir feststellen, dass zum einen die Jasermembran doch eine deutlich längere Standzeit aufweist als die BioGuide-Membran, aber beide doch auf Basis dieser Kollagen-Situation eine gute Blutgefäßinvasion in das unterliegende Gewebe zeigen. Nach 12 Wochen waren die Unterschiede sicherlich sehr schön feststellbar, aber auch nach 24 Wochen konnten wir Unterschiede feststellen. Wir sehen hier die Situation einmal BIOS mit BioGuide abgedeckt und Cereborn mit Jasomembran abgedeckt. Wenn Sie sich die Oberfläche auf der BioGuide-Seite einmal anschauen, sehen Sie, ist ein bisschen anders angefärbt, aber sicherlich unterschiedliche Augmentations Grenzen zum umliegenden Weichgewebes. Wir sehen bindegewebig eingeschiedene Knochenersatzmaterialanteile, ganz typisch für die einfache Anwendung von einer solchen schnell resorbierbaren Kollagenmembran. Auf der anderen Seite, auf der Jason- und Cereborn-Seite, sehen wir, wie sich eine dünne Lamelle von Knochen eben auf der Oberfläche ausgebildet hat, wie eben eine Regeneration bis in die ganz äußeren Anteile dieser lateralen Augmentation funktioniert hat. Insgesamt sind beides Kollagenmembranen, werden natürlich vollständig vom Körper resorbiert und bedürfen keine weitere Intervention zur Membranentfernung. Die Membran an sich, sicherlich ein wenig unterschiedlich im Handling. Wir sehen hier die Situation der Anwendung, wo wir eben dann diese Membran in der Regel entweder rehydriert oder nicht rehydriert sehr einfach einsetzen können. Durch Rehydrierung mit einem Tropfen steriler Kochsalzlösung werden diese Perikardmembranen ein klein wenig flexibler, klappen über den Defektbereich und erfüllen sicherlich auch einen wichtigen Aspekt der Stabilisierung des Defektbereiches. Auch in dieser etwas größeren Situation, letztlich außerhalb der Kieferkammkontur, arbeiten wir sehr gerne mit der zusätzlichen Augmentation von Eigenknochen zum Knochenersatzmaterial, einfach aufgelegte Perikardmembran, die hier letztlich das Weichgewebe abschirmt, spannungsfreier Nahtverschluss und beim Reentry nach einer Heilungsperiode von in diesem Fall 4 Monaten sehen wir einen sehr schön regenerierten Knochen, Rücküberweisung zum behandelnden Zahnarzt, der direkt die definitiven Kronen eingesetzt hat. Sicherlich ein sehr mutiges Prozedere für eine solche große Augmentation. Nichtsdestotrotz nach 6 Jahren ein sicherlich sehr schönes Ergebnis mit einer leichten Atrophie von Knochen und Weichgewebe in dem Bereich, wo wir kein Implantat eingesetzt haben und dementsprechend auch kein funktioneller Belastungsreiz auf diesen Knochen ausgeübt wurde. Auch im lateralen Unterkiefer in diesem Bereich. Heute würden wir sicherlich eher dazu übergehen, das Ganze entsprechend mit Pins nochmal zusätzlich gegen ein Abrutschen nach vestibulär abzusichern. Einfach aufgelegte Perikardmembran, die hier eine Barrierefunktion auch längeren Ausmaß sicherlich gewährleistet. Postoperative Situation und dann nach Freilegungssituation ein sehr schönes und einfach zu erreichendes Ergebnis. Das Ganze funktioniert auch in Kombination mit anderen Indikationen. Einmal hier mit Sinusbodenelevation, lateraler Defekt mit vertikalen Defekt im Sinus. Auch hier wiederum außerhalb der Kieferkammkontur sehr gerne in Kombination mit Eigenknochen, weil wir wissen, dass natürlich hier in dem Bereich außerhalb der Kieferkammkontur das Ganze hinsichtlich der Regeneration durchaus
einer leichten Unterstützung bedarf, einfach aufgelegte Perikardmembran auf diesen augmentierten Bereich, spannungsfreier Nahtverschluss und die Situation nach 6 Monaten, eine glatte Oberfläche. Da sehen wir sehr schön, wie hier eben das Implantat auch vollumfänglich im regenerierten Knochen inseriert werden konnte, die Regeneration bis an die äußersten Anteile funktioniert hat und auch im Sinus selbstverständlich eine sehr schöne Knochenregeneration im gesamten augmentierten Bereich nachweisbar. Wenn Sie hier einmal achten auf die Oberfläche dieser Cerebound-Partikel, sehen Sie, dass das Cerebound-Partikelchen an sich keine wirkliche Resorption zeigt, wie es oberflächlich leicht remodelt wird, aber sicherlich nicht umgebaut wird. Ganz typisch für die Bovinenknochenersatzmaterialien. Das Ganze nochmal ein wenig extremer mit 1 mm Restknochenhöhe und Augmentation mit einem biphasischen synthetischen Material, Maxresorb 60 zu 40 Beta-TCP Hydroxylapatit, wiederum reines Knochenersatzmaterial in den Sinus eingebracht, eine Mischung aus Knochenersatzmaterial mit Eigenknochen für die laterale Augmentation und Abdeckung mit einer einfach gelegten Perikardmembran. Spannungsfreier Nahtverschluss, wiederum Heilungsperiode 6 Monate, wiederum die Entnahme von Biopsien aus dem augmentierten Bereich, wiederum die Situation, dass wir hier eine sehr schöne glatte Oberfläche in dem Bereich feststellen können, wie wir die Implantate vollumfänglich im regenerierten Knochen natürlich inserieren können. Und hier wiederum, wenn man sich die Histologien einmal anschaut, es war ja deutlich weniger Restknochen vorhanden, wie Sie auf dem linken Trepanbogen sehen können, ist es so, dass nach 6 Monaten die ersten Partikel anfangen, sich aufzulösen, tatsächlich vollumfänglich in neues Knochengewebe remodelt werden und natürlich dann auch ein solches synthetisches Material durchaus seine Berechtigung hat, wenn wir denn zum Ziel haben, dass wir langfristig nach 2 oder 3 Jahren tatsächlich nur Eigenknochengewebe hier bei einer Biopsie vorfinden wollen. Wie gerade schon angesprochen, heute bei uns in der Klinik zunehmend auch die Überlegung, dass wir solche Membranen stabilisieren, sei es jetzt durch Pins, sei es durch Nahtfixierung oder ähnliches, dass man eben auf Basis dieser Fixierung noch mehr Vorhersagbarkeit in die Augmentation hineinbringen kann. Relativ einfaches Verfahren natürlich hier mit Titanpins zu arbeiten, das Ganze spannungsfrei zu verschließen, um eben hier dann tatsächlich das Augmentat an Ort und Stelle zu fixieren. Eine weitere Möglichkeit habe ich in der Literatur gefunden, ganz interessante Überlegung, die hier dem zugrunde liegt. Die Überlegung, dass man eben tunnelierend arbeitet, einfach unterminierend das Periostier präpariert, dann eben auch durch Anwendung einer eher rigiden Membran hier sich eine Kammer schafft zwischen Periost und unterliegendem Knochengewebe und diese Kammer letztlich durch Anwendung von Knochenersatzmaterial dann auch auffüllt. Situation natürlich für den Patienten sehr angenehm und insbesondere hinsichtlich der Regeneration als positiv zu werten, weil man letztlich natürlich in dem Bereich, wo man augmentiert, keine Inzision mehr durchführen muss. Situation vor der Augmentation, Situation danach und dann nach Implantatinsertion. Wir verfolgen diese Technik zunehmend, um eben zum einen die Invasivität unserer Augmentate zu reduzieren, zum anderen aber eben auch mit der Überlegung, dass man durch solche Techniken natürlich die Regenerationsfähigkeit des zu augmentierenden Bereiches nochmal deutlich unterstützt durch eine verbesserte Blutgefäßsituation. Wenn wir in die Vertikale gehen, mag es andere Techniken geben, die das Ganze nochmal deutlich besser stabilisieren können. Hier mal ein Fall mit einer hohen Lachlinie, wo wir tatsächlich eine vertikale Augmentation im seitlichen Oberkiefer durchgeführt haben. Zum einen im Sinusbereich natürlich ein relativ einfaches Verfahren, dann aber eben auch durch Anwendung eines Knochenblocks, der hier mit Abstand zum unterliegenden Knochen eingebracht wird. Der erhebliche Defektbereich darunter wird wiederum mit Knochenersatzmaterial und Eigenknochen aufgeführt. Das Ganze mit einer Perikardmembran dann abgedeckt, um eben hier einen ausreichenden Raum zu gewährleisten, damit dieser Defektbereich auch knöchern vollständig regenerieren kann. Spannungsfreier Nahtverschluss natürlich selbstverständlich. Situation in der Planung, Situation postoperativ. Die Stabilität hier durch diesen Splint, der hier aufgebracht wurde, sicherlich sehr gut gewährleistet. Das Ganze bei Implantatinsertion. Der Knochenblock zeigt sich sehr schön regeneriert. Es kommt zu Blutungen aus dem Knochenblockbereich. Letztlich natürlich solche Fälle ganz gerne mit einer Schablone operiert. Implantatinsertion
Wiederum der Nahtverschluss. Und bei Freilegung sehen wir sehr schön, wie wir sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung hier letztlich sehr schön und auch stabilen Knochen haben rekonstruieren können. Weichgewebsverdickung mit Mukoderm nochmal ein ganz anderes Thema und dann wiederum Rücküberweisung zum behandelnden Zahnarzt, der dann uns freundlicherweise diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Die hohe Erfolgswahrscheinlichkeit von kleinen lateralen Augmentationen sicherlich auch heutzutage oftmals sehr gerne dazu verwendet, dass man vielleicht bei manchen Patienten auf die vertikale Augmentation vollständig verzichtet. Hier mal ein Fall, wo wir durch geschickte Implantatpositionierung sowohl von prothetischer, aber auch von knochenphysiologischer Seite nicht mehr vertikal unbedingt augmentieren müssen, sondern tatsächlich den Defektbereich auf ein Mindestmaß reduzieren. Das Ganze natürlich vornehmlich durch navigierte Implantatinsertion, durch Scans von Schablone, Modell und letztlich auch dem umliegenden Knochen. Dann hier bei einer sehr, sehr zurückhaltenden Dame, was Operationen angeht, angewandt. Situation dann bei der Implantatinsertion durch Anwendung verschiedener Bohrhülsen natürlich dann die ideale Implantation hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Ausrichtung des Implantates erreicht. Und wir sehen hier sehr schön auf dem unteren linken Bild, wie tatsächlich nur ein minimaler Restdefekt verbleibt, den man hier natürlich durch GBR-Technik rekonstruieren kann. Komplikationslose Wundheilung in der Regel zu erwarten. Wir haben ja nicht großartig vertikal oder ähnliches hier augmentiert. Wir sehen die wirklich sehr schöne Übereinstimmung der Planung und der postoperativen Situation und dann letztlich natürlich auch ein sehr langfristig stabiles Ergebnis, was hier erzielt werden konnte. Wir gehen nochmal zurück auf diese ursprüngliche Folie. Wir haben gesagt, Präosteoblasten aus dem Stroma des Knochenmarks können wandern, den Defekt rekonstruieren, aber auch undifferenzierte Progenitorzellen aus dem perivaskulären Bindegewebe sind interessant für die Knochenregeneration. Das führt ja tatsächlich zu der Überlegung, dass man vielleicht dann auch ein unterschiedliches Wachstumsmuster von Knochen beobachten kann. Und interessanterweise tatsächlich im Jahr 2008 haben wir eine Studie durchgeführt mit unterschiedlichen Membranen, resorbierbare Membranen, nicht resorbierbare Membranen. Und wir konnten in der Tat feststellen, dass zum einen sich der Knochen ganz gerne entlang der Implantatoberfläche entwickelt. Das war etwas, was vermutlich auch durch die Anwendung der hydrophilen Implantate, die in diesem Setting zum Einsatz kamen, unterstützt wurde. Zum anderen aber eben auch die Situation sich so dargestellt hat, dass sich unterschiedliche Wachstumsmuster des Knochens haben darstellen lassen. Wenn eine komplett okklusive Membran angewendet wurde, konnte man beobachten, dass die Richtung der Knochenregeneration ausschließlich vom Defektboden stattgefunden hat, weil letztlich natürlich das Periost, was ja darüber liegt, vollständig abgeschirmt wurde. Bei den Kollagenmembranen war es so, dass wir oftmals an vielen verschiedenen Stellen neue Knochenneubildung feststellen konnten, im gesamten augmentierten Bereich. Vielleicht unterstützt durch das überliegende Periost, vielleicht unterstützt durch die Anwendung von Kollagenmembranen, dass eben speziell Blutgefäße durch die Membran hindurch von der Periostseite her eingewachsen sind und die Regeneration des Defektes noch einmal zusätzlich unterstützt haben. Wir haben das die selektive Angiogenese von Kollagenmembranen genannt. Und wenn man sich das einmal grafisch vor Augen führt, eine Membran, die jetzt vollständig okklusiv agiert, lässt natürlich eine Blutgefäßinvasion nur vom Defektboden zu, während eine Kollagenmembran auch von der Periostseite her eine selektive Angiogenese durchaus unterstützen kann. Haben wir die Situation, dass wir gleichzeitig ein Implantat einbringen in Kombination mit einer Kollagenmembran, mag es auch so sein, dass die Implantatoberfläche an sich, insbesondere bei hydrophilen Implantaten, noch einen zusätzlichen Impuls liefert, um eben auch eine Regeneration des gesamten augmentierten Bereichs von der Implantatseite her zu unterstützen. Das ist eine neue Überlegung, die seinerzeit angestrengt wurde. Osteopogenitorzellen sind natürlich im Fokus und diese sind einfach um die kleinen Blutgefäße herum in deutlich höherer Konzentration anzutreffen. Das heißt, eine ideale Membran wäre eigentlich die Membran, die Bindegewebe tatsächlich außen lässt, die selbstverständlich auch die Blutgefäßinvasion vom Defektboden her erlaubt, aber eben das machen vor allem die Kollagenmembran, Blutgefäße auch transmembranär zulässt, um eben auch eine Regeneration von der
Membranseite her zu unterstützen. Insbesondere vielleicht für kleinere Defekte oder für Defekte, wo man jetzt keine besonders lange Resorptionszeit von den Membranen tatsächlich benötigt. Das war der Anstoß für die Entwicklung der Colprotect-Membran, eine Membran, die aus zwei unterschiedlichen Anteilen besteht. Ein Anteil, ein sehr kompaktes Kollagen, ist ein dermales Kollagen, was letztlich das Weichgewebe außerhalb des augmentierten Bereiches abschirmt. Auf der anderen Seite aber auch solche kleinen Perforationen, die selektiv Blutgefäße an den Ort der Augmentation lassen, um eben eine multifokale Knochenneubildung zu unterstützen. Wenn man sich das anschaut im direkten Vergleich, Jase-Membran, BioGuide-Membran und Colprotect-Membran, geht es natürlich schon tatsächlich eher in die Richtung der BioGuide-Membran, diese Kollagenstränge, die letztlich parallel angeordnet sind, um eben in dem Bereich dann auch die Blutgefäße entsprechend durchzulassen. Aber eben zusätzlich mit dem Effekt, dass man so kleine Perforationen in der Membran tatsächlich hat. Das ist ganz natürlich dieser Ursprung von diesen Perforationen. Das sind die Bereiche, wo durch die Haut die Haare hindurchgewachsen waren. Aber wenn man sich das anschaut, nach 28 Tagen, tatsächlich in einem Tierexperiment konnten wir selektiv Blutgefäße, die längs dieser Perforation entlang wachsen, konnte man nachweisen. Leider damit verbunden, dass in dem Bereich diese Membranen schneller abbaubar waren als eine Perikardmembran beispielsweise, die eben doch eine deutlich längere Barrierefunktion zeigt. Weiterer Vorteil der Perikardmembran, hier mal die Jase-Membran auf der linken Seite, ist die Tatsache, dass diese Membranen deutlich dünner sind, aber dann eben hier in dem Fall nach 8 bis 12 Wochen erst ihren Membrankollaps erfahren, während die Colprotect-Membran hier nach 1 und 2 Wochen noch eine deutliche Membrandicke haben und dann ihren Kollaps tatsächlich nach 2 bis 4 Wochen, was nicht unbedingt 2 bis 4 Wochen im Menschen entspricht, weil wir ja über ein Tiermodell sprechen, beobachten lässt, aber letztlich natürlich auch eine sehr, sehr gute Gewebsintegration, wie auf dem histologischen Bild zu sehen ist, zeigt. Wofür kann man diese Membran jetzt anwenden? Vor allen Dingen natürlich bei der Anwendung von Algenknochen oder von zum Teil auch Allograft-Materialien, weil diese auch an sich eine schnellere Regeneration zeigen. Hier mal durch Anwendung von Schrauben wurde hier mit so einer Tenpol-Technik das Ganze rekonstruiert und eben durch Anwendung einer Colprotect-Membran das mittelfristig, sag ich mal, abgedeckt, spannungsfreier Wundverschluss und eben nach 3 Monaten sieht man hier bereits eine sehr schöne knöcherne Regeneration. Auch in einem anderen Fall, wo wir nicht unbedingt auf eine lange Barrierefunktion angewiesen sind, eine Patientin, die nach einer Stabilisierung der Unterkieferprothese mit Lokatoren gefragt hat, bei uns vorstellig war. Wir sehen diesen messerscharfen Kieferkamm, der sich hier darstellt, sicherlich mit großem Aufwand nur horizontal augmentiert werden kann. Hinsichtlich des Weichgewebes sicherlich nicht ganz so einfach, das Ganze hier zu managen, ist aber auch gar nicht notwendig. Man kann natürlich auch hier den Kieferkamm in der Höhe ein wenig reduzieren und dann durch horizontale Verbreiterung ausreichendes Lager schaffen, um die Implantate entsprechend prothetisch orientiert hier einzubringen. Relativ einfaches Prinzip, durch Anwendung von Piezomet hier wird der oberflächliche Anteil abgetragen, nach vestibulär transferiert. Das Ganze wird mit Schrauben fixiert und dann eben in dem Fall mit Knochenersatzmaterial, das wäre jetzt autogener Knochen mit Cerabone, was hier zur Anwendung kommt, in dem Defektbereich zwischen dem Splint und dem tatsächlichen Kiefer hier augmentiert. Wir brauchen nicht unbedingt eine lange Barrierefunktion. Wir haben ja den Eigenknochen als stabilisierenden Faktor, vielleicht Kristall, aber doch sicherlich die Indikation gegeben, hier das Ganze entsprechend mit einer Membran abzudecken. Die Überlegung hier, aber den vestibulären Knochen nicht hinsichtlich seiner Vitalität zu kompromittieren, dementsprechend die Entscheidung zur Colprotect und nicht zur Jasomembran. Situation direkt postoperativ, Situation nach einer Heilungsperiode von 4 Monaten zur Metallentfernung und recht einfachen, vollumfänglich im Knochen liegenden Implantatinsertionen. Auch in solchen Indikationen sicherlich in Erwägung zu ziehen, dass man hier mit einer Colprotect-Membran eher arbeitet als mit einer Perikard-Membran. Die Situation von der Vorgeschichte hier, ein Plattenepithelkarzinom des lateralen Unterkiefers, wo erhebliche Anteile natürlich entfernt werden müssen und das Ganze zunächst mikrovaskulär rekonstruiert wird. In der Regel kommen gerne Fibulatransplantate zum Einsatz, nicht weil sie einfach aussehen wie atropher Unterkiefer, sondern weil man sie transplantieren kann mit umliegenden Weichgewebe, mittlerweile sicherlich ein Standardverfahren in den kieferchirurgischen Kliniken,
Und das ist letztlich die höchste Güte der Augmentation, dass man unmittelbar nach der Operation tatsächlich wieder den Blutfluss hergestellt hat, sodass in diesem Bereich dann vollständig vitales Gewebe an den Defektbereich transplantiert wird. Wenn man eine schlechte Beingefäßsituation hat, kann man auf die lateralen Anteile des Schulterblattes zurückgreifen. Das ist auch bei diesem Patienten letztlich zur Anwendung gekommen. Dieser Patient wurde mit einem solchen Schulterblatttransplantat rekonstruiert, unter anderem auch, weil er einen extraoralen Defekt hatte, dementsprechend eben mit zwei Hautinseln versorgt werden musste. Das reicht aber sicherlich nicht aus, den Patienten auch prothetisch zu rehabilitieren, dementsprechend hier eine Bariumsulfat beladene Prothese, um zu definieren, in welche Richtung das Ganze wieder rekonstruiert werden muss. Nach Kresthal und Lingual war hier die Orientierung und dann nach ähnlicher Technik wie vorhin bei dem Fall mit solchen Knochensplints, in dem Fall allerdings aus dem Becken entnommen, wird dieser Defektbereich wiederum mit Maxresorb, dem synthetischen Material und Eigenknochen rekonstruiert. Weitere Splinte, die hier aufgebracht werden. Und eben hier die Überlegung, nicht mit einer langfristig stabilen Membran zu arbeiten, sondern tatsächlich hier eine schnelle Blutgefäßinvasion an den augmentierten Bereich zuzulassen. Wir sehen diese kleinen Perforationen im Membrankörper auf dem unteren rechten Bild sehr schön dargestellt. Situation nach einer Heilungsperiode von wiederum 4 Monaten, tatsächlich ausreichend Knochengewebe natürlich zur Implantatinsertion hier zur Verfügung und dann die letztlich prothetische Rehabilitation und ein vollständig rehabilitierter Patient. Auch in dieser Indikation, laterale Augmentation, mag eine Indikation sein, aber auch im Sinuslift mögen solche Membranen tatsächlich von Vorteil sein. Hier brauchen wir keine lange Barrierefunktion. Hier sehen wir nochmal, wie das Blut schnell durch diese kleinen Perforationen hindurchkommt, wie in Anwendung von dieser Fischtechnik tatsächlich hier in dem Bereich die Membran im Sinus und auch außerhalb des Sinus stabilisiert werden kann. Einbringen von Knochenersatzmaterial in den Sinus. Auch das wissen wir, das faziale Kieferhöhlenfenster bringt auch bessere Ergebnisse, wenn wir es durch eine Kollagenmembran beispielsweise abdecken. Da kann der äußere Anteil dieser Membran entsprechend dann hinübergefaltet werden und man hat eine sehr, sehr einfache Technik, um eben zum einen die Membran bei einer Perforation oder auch ohne Perforation im Sinus zu fixieren, aber auch letztlich auf der fazialen Kieferhöhlenwand entsprechend das Knochenersatzmaterial abzudecken. Wenn wir das einmal zurückführen auf das Ergebnis aus dem Jahr 2005, ist es wichtig, natürlich über Barrierefunktion nachzudenken, aber auch die Gewebsintegration spielt eine Rolle, die Angiogenese spielt sicherlich eine Rolle und die Komplikationsrate ist auch wichtig für das Erzielen eines optimalen Ergebnisses. Die BioGuard-Membran sicherlich eine sehr, sehr kurze Barrierefunktion, aber eine optimale Gewebsintegration und Angiogenese und eine sehr geringe Komplikationsrate. Während bei den EPDFE-Membranen sich das genau widersprüchlich verhält. Die Barrierefunktion maximal, aber wir haben gesehen, Angiogenese natürlich gleich null, weil es eine nicht resorbierbare Membran ist, die auch keine Blutgefäße durch den Membrankörper zulässt. Auch die Gewebsintegration kompromittiert, was durchaus dazu führen kann, dass wir vermehrt Deheszenzen und Wundheilungsstörungen beobachten können. Wenn wir jetzt die Colprotect-Membran einmal einordnen wollen, mittlere Barrierefunktion, aber sehr gute Gewebsintegration und Angiogenese, das ist der Fokus dieser Membran. Dadurch, dass es eine native Membran ist, nicht quervernetzt, natürlich auch eine geringe Komplikationsrate. Diasomembran, noch mehr Barrierefunktion, aber letztlich durch das Kollagen eine gute Gewebsintegration, Angiogenese und auch hier natürlich eine sehr geringe Komplikationsrate. Wir kommen zum Schluss. Was können wir zusammenfassen? Aus den verschiedenen Aspekten sicherlich wissen wir heute, dass wir mit Knochenersatzmaterialien sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können, sei es alleine oder in Kombination mit Eigenknochen. Vor allen Dingen außerhalb der Kieferkammkontur oder in sehr breiten Sinus mag es sinnvoll sein, über eine Kombination mit Eigenknochen natürlich nachzudenken. Wir wissen, dass wir auch ohne Membran erfolgreich sein können, aber nicht in dem Maße wie nach Anwendung einer Kollagen- oder auch anderen Membranen. Wir wissen, dass die GBR-Technik das Risiko einer bindegewebigen Einscheidung reduziert. Und da wir alle natürlich das beste Ergebnis für unseren Patienten erzielen wollen, macht es Sinn, in jeder Situation, wo Bindegewebe in direktem Kontakt ist zum Knochenersatzmaterial, das Ganze abzuschirmen durch Anwendung einer Barriere, welcher Art auch immer. Wenn Sie mit nicht resorbierbaren Membranen arbeiten, können Sie damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Das Nachteil natürlich, Sie brauchen eine große Erfahrung, große Sorgfalt bei der Anwendung.
weil letztlich diese Membranen durch Sicherheitsabstände zu den Nachbarzähnen beispielsweise, durch ihre hydrophobe Oberfläche, Fehler nicht ganz so einfach verzeihen wie Kollagenmembranen und dann relativ schnell zu Deszenzen führen. Wenn Sie viel Erfahrung haben, können Sie damit natürlich im Sinne der GBR, der vollständigen Abschirmung des augmentierten Bereiches, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Polylactid-Phylloglykolid-Membranen haben das Problem der Übersäuerung des Gewebes, führen zu sterilen Entzündungsreaktionen, was wir nicht unbedingt an dem Ort der Augmentation sehen wollen, haben dementsprechend auch einen sehr, sehr geringen Stellenwert in der Augmentation. Wenn Sie außerhalb der Kieferkammkontur rekonstruieren, regenerieren möchten, macht es Sinn, über Stabilisierungstechniken nachzudenken. Sei es die Anwendung von Pins, die Applikation von kleinen Schrauben in der Tenpol-Technik, sei es die Sausage-Technik von István Urban beispielsweise, sei es die Technik, dass Sie mit Allograft-Blöcken arbeiten. Alles führt letztlich dazu, dass Sie mehr Stabilität in den augmentierten Bereich hineinbringen und auch dann ein besseres Ergebnis erwarten dürften. Für die tägliche Praxis, für kleinere Augmentationsbereiche, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen. Fokussieren wir Barrierefunktion, dann ist die Jase-Membran sicherlich die Membran, die man sehr schön anwenden kann. Oder eben doch Angiogenese, dann wäre es die Colprotect-Membran. Beide Membranen sind native Membranen, letztlich einfach in der Anwendung, resorbierbar, mit wenig Wundheilungskomplikationen und können heute sicherlich als sinnvolle Werkzeuge für eine vorhersagbare Knochenregeneration in der täglichen Praxis empfohlen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, ich schalte jetzt mal um zu der Oberfläche, wo ich auch Fragen von Ihnen empfangen kann. Gerade nicht ganz so einfach funktionieren bei mir. Vielen Dank für den Hinweis der Regie, auf den anderen Computer zu schauen. Das ist deutlich einfacher hier. Ich schaue dann leider an meinem eigenen Computer so ein bisschen vorbei. Herr Waldemeyer fragt, sehen Sie Membranen als sinnvoll bei Compound-Defekten, sprich bei Defekten mit vier Wänden? Da müsste ich kurz Herrn Waldemeyer fragen, vier Wände wäre ja beispielsweise eine Exsaktionsalveole. Oder meinen Sie einen Defekt, der eine Nullwendigkeit aufweist? Bei Exsaktionsalveolen ist es sicherlich so, dass es sinnvoll ist, wenn Sie eine offene Einheilung anstreben, dass eine Membran durchaus sinnvoll sein kann. In dem Fall wäre die Jase-Membran allerdings sicherlich nicht ganz ausreichend. Da gibt es andere Materialien, die deutlich dickeres Kollagen mit sich bringen. Sei es jetzt die Anwendung eines Kollagenschwamms, den Sie oberflächlich zur Exsaktionswundabdeckung in der Socket Preservation beispielsweise anbringen können, oder eben auch ein Mucoderm Punch, der in der Lage ist, deutlich besser das unterliegende Material von Einflüssen aus der Mundhöhle tatsächlich abzuschirmen. Es macht Sinn, tatsächlich das Ganze abzudecken. Ich denke nicht, dass Sie da unbedingt eine langfristig stabile Perikardmembran anwenden müssen, weil in dem Bereich natürlich durch die Vierbändigkeit sicherlich die Regeneration sehr schön unterstützt wird. Beim Sinusfenster ist es so, da gibt es durchaus Untersuchungen, die genau speziell diese Fragestellung adressiert haben. Da hat man festgestellt, dass wenn man in einer Übersichtsarbeit von Wallace beispielsweise aus dem Jahr 2003 wurde das sehr schön zusammengefasst. Man kann erfolgreich sein, ohne die Abdeckung des faszialen Kieferhöhlenfensters nach Anwendung von Knochenersatzmaterial. Es ist aber so, dass in den allermeisten Studien tatsächlich ein positiver Effekt auch in dieser Indikation, wo ja eigentlich das Periost intakt ist, nach Anwendung von Membran tatsächlich beobachtet werden kann. Das heißt, dass heute auch in dieser Situation, wenn ein direkter Knochenersatzmaterial-Weichgewebskontakt gegeben ist, wird heute die Anwendung von Membran auch in dieser Indikation empfohlen. Auch eine Arbeit aus dem Hause Tano, relativ kurzfristig publiziert, der sich nochmal mit 10 anderen Systematic Reviews auseinandergesetzt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass tatsächlich die Membranapplikation positiv auf die Implantatüberlebenswahrscheinlichkeit sich auswirkt und tatsächlich dann auch natürlich empfohlen werden sollte. Es gilt nicht, wenn Sie mit einer Knochendeckelmethode arbeiten. Nehmen wir an, dass Sie mit dem Piezogerät in der Lage sind, so einen kleinen Knochendeckel zu heben, den konservieren für eine gewisse Zeit, dann das Knochenersatzmaterial einbringen und diesen Deckel tatsächlich wieder auf den
fazialen Kieferhöhlenanteil aufbringen. Dann haben Sie natürlich eine andere Situation. Sie haben keinen direkten Kontakt von Knochenersatzmaterial zum Weichgewebe und können tatsächlich auf die Anwendung einer Kollagenmembran gerne verzichten.